I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Ja, moin moin Freunde, wir sind jetzt hier angekommen in Köln bei der Gamescom und ja, ich nehme euch hier heute so ein ganz klein bisschen mit und dann gucken wir mal, ob wir hier, ja, was wir hier für Spiele finden, ob wir was Geiles finden, vielleicht den einen oder anderen, den wir sogar kennen und ja, ich würde sagen, ja, los geht's, oder? Ich wollte euch nur sagen, ich bin heute mit dem Auto angereist, Freunde. Ja, Freunde, wir sind immer noch auf der Gamescom und wenn man Langeweile hat, dann geht man einfach hier zum, ja, nicht zum Stand von 2K, zum Platz von 2K. Und man trifft hier ja, sehr, sehr viele Leute. Wir haben gerade die Pete-Meet-Jungs getroffen. Wir haben Evil Jared, der ein oder andere von euch wird ihn sicherlich kennen, von Circus Halligalli zum Beispiel. Den haben wir gerade getroffen. Und ja, wenn man Langeweile hat, einfach hier hinkommen, bisschen abwarten und gucken, wer so vorbeiläuft, Freunde. Hello. Ja, wo sind wir natürlich? Die beiden, kann man sagen, die besten deutschen Supercar-Spieler. Sonst? Zumindest aus dem besten Team. Bestes Team, beste Spieler, bestes Spiel. Wir sind da. Das Spiel ist noch nicht da. Soll allerdings noch kommen. Und was auch noch kommen soll, sind QR-Codes, Freunde. Bei uns. Ja, da werden wir sehr wahrscheinlich welche raushauen. Also bleibt auf den Channels aktiv. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir sonst noch so finden, oder? Ja, dann hoffen wir mal, dass es irgendwann mal hier losgeht, oder? Ja, natürlich. Alles andere läuft, Supercard läuft noch nicht. Kann man nichts machen, Freunde. Fast wie jede Wartungsarbeit. Bitte. Jo Jungs, Marc und ich hier. Schau mal, was wir hier Schönes haben. Kostenloses Zeug von WWE Supercard und eventuell auch für euch da draußen. Wir wissen selber nicht, was da drin ist und werden uns selber einen QR-Code hier selber gönnen. Ich würde sagen, wir machen mal hier, wer was Besseres zieht, oder? Wer was Besseres zieht, genau hier. Pack-Duell quasi. Pack-Duell. Wir schauen mal rein. Ich aktiviere meinen QR-Scanner. Ah, du ich hab schon gescannt. Ich habe das Pack da. Gescannt. Moment. Also bin ich lieber, dass hier zu okay sieht. Also so.
würde sagen, ich drücke einfach so mal drauf. Die haben es jetzt schon gesehen. Oha! Oha! Oha, ich habe Bobby Heenan. Ich habe Becky Lynch. Manager, schon mal scheiße. Okay, nächste. Wino SummerSlam 17. Freddy Blassie. Bestie von Dango. Tyler Bates, SummerSlam 18. Ich glaube, du hast die besseren Karten damit, schätze ich. Und Tempo, SummerSlam 17. Die Jobberfaust. Die Jobberfaust. Ich habe nur Tempo bekommen. Ja, Jungs, davon haben wir noch ein paar Codes. Wenn ihr Bock habt, wie wir die raushauen, wissen wir noch nicht, ne? Folgt unsere Channels. Folgt einfach unsere Channels, Twitter, Instagram, YouTube. Das ist wichtig so, oder? So sieht's aus. Und auch Twitch nicht vergessen. Ja, dann folgt und staubt einen ab. Jobberfaust auf die Codes. Dampfer ist da. Und dritte schön. Oh, Medi Deluxe, Baby. Beste. Das ist Medi Deluxe. Kennt ihr den nicht? Soll ich das dir mal zeigen? Ja, war gut. Danke. Hey, ciao. 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 Freut mich. Okay, wollt ihr Johnny Wrestling? Ja! Wollt ihr Johnny Wrestling? Ja! Wollt ihr Johnny Wrestling? Ja! Okay, dann machen wir das mal wie die Amerikaner. Hier ist der erfolgreichste NXT Superstar der Geschichte. Er ist ein Triple Crown Champion. From Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, Johnny Wrestling, Johnny Gargano! Takeover match against Adam Cole. I'm a little sore. I'm a little sore. Ten-hour flight to get here. Just flew in yesterday. Boy, are my arms tired. You know, all that good stuff. How's the Gamescom experience been so far for you? I just got here and it's nuts. This was actually my first Gamescom experience coming out here and seeing all you guys. I remember fans in Germany are absolutely nuts. So to come out here and see you guys, it's put a smile on my face. Yeah, man. I know you're a comic book fan. I'm judging by your outfit that you wear to the ring, but... Not this one. It's the Rebel shirt, but are you a gaming fan too? Do you play video games? I do play video games. My favorite video game of all time is The Last of Us. Of course, I actually play WWE Supercard as well. I play WWE 2K. I play Madden. I am the avid gamer, so to come here and look around, this was actually a dream come true for me to come here to Germany, be a part of Gamescom. Really, I can't wait to walk around and see everything. I'm like a giddy little kid just being like, let me go out and see everything. Yeah, you'll have the opportunity. What kind of feeling is that to be a character in a video game? It must be incredible, right? Literally a dream come true. I dreamed my whole life of wrestling for WWE, and I used to play wrestling video games pretty much since I was a small child. I used to have to create myself and create really bad versions of myself, and now I actually am actually in the game and to see other people actually using the Jugger character, who I've heard is pretty good.
I heard a lot of people can't beat Johnny Gargano in the video game. So I'm very excited to actually be in this year's game, to actually be in it with my wife, Candice LeRae, which is also awesome for the first time. But yeah, it's a dream come true, and every day it feels like a dream come true, but being in a video game is just amazing, man. Last question so far, what does the future hold for Johnny Wrestling now that you've not been able to get the NXT Championship back from Adam Cole? What's the future hold? I guess that's a big question of life now. I mean, they just announced recently, I think yesterday, I don't even know times anymore because my time's over the whatever day it is, just got announced that NXT's going to the USA Network, so that's awesome. That's literally just changes the game completely. So what does the future hold for Johnny Wrestling? I'm not sure, we'll have to wait and see. You'll be prepared, right? Heute werden wir ein paar Attraktionen. Apropos prepared, apropos vorbereitet. Wir haben natürlich für euch nicht nur Johnny, wir haben für euch natürlich auch Johnny Wrestling Merch. Und wir wissen, dass ihr natürlich da. Also, wir wollen euch hören, wir wollen euch sehen. Und dann haben wir für einen von euch, aber da brauchen wir gleich, machen gleich ein bisschen T-Shirt werfen und dann brauchen wir eine, nee, zwei, wir brauchen zwei, oder nehmen wir zwei. Zwei Fans, die dann hier auf die Bühne kommen. Aber da brauchen wir wirklich, wir brauchen Wrestling-Fans, wir brauchen NXT-Fans, wir brauchen Johnny Gargano-Fans, alles weitere dann. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Stimmung, ein bisschen Party und dann gibt es schon mal ein bisschen T-Shirts. Alles klar? Ja! Dennis, wir werden mal sehen. I will ask three questions about Johnny Gargano. Ich frage dreifach zu Johnny Gargano. Wir werden sehen, wer gewinnt, bekommt unseren Hauptpreis. Dieses wunderschöne Triple Crown Bild. Tag Team Champion, North American Champion und NXT Champion. Johnny Wrestling. Ganz kurz, du bekommst mein Mikrofon. Du nimmst bitte Johnnys Mikrofon, weil wegen Antworten und schnell. Okay. Jetzt von euch holen. Das wird gut, das wird gut. Also, wer schneller antwortet, 2 out of 3 falls, der bekommt das Bild. Sind die Mikrofone an? Test? Test, test, test. Test? Test, test, test. Okay. Nennt mir einen Spitznamen von Johnny. John Wrestling! That was fast. That was very fast. That was very fast. No, nobody was. That was simultaneously. Okay. So, nennt mir einen Titel, den schon gewonnen hat. John Wrestling Championship! NXT Championship! Tag Team Championship! You won it all! Well, American. You guys are on point, man. You really stepped your game up. Who was faster? Nobody, right? Wir müssen schwierige Fragen wählen. Tough questions, okay. Wer war der letzte Takeover-Gegner von Johnny? Adam Cole! Nein! You guys are fast! You guys are fast. We're stepping it up a notch. We're stepping it up a notch. Wie war die Match-Klausel bei TakeOver? Schneller! Ja, war schneller. Ich glaube, wir haben einen Sieger und das ist ein verdienter Sieger! Thomas! Thomas ist der Winner, Dennis ist second. Man! Aber da waren mal drei richtige Experten am Start, also ich war ja auch dabei. Thomas! Ja, Freunde, Johnny Gargano auf der Bühne habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt noch ein bisschen mehr von ihm zu sehen. Denn wir warten jetzt hier auf den guten Mann und haben dann gleich noch einen Termin, wo ich hoffentlich filmen darf. Ich weiß es noch nicht. Falls ja, dann seht ihr das auf jeden Fall. Falls nicht, dann zumindest Bilder wird es auf jeden Fall geben.
Okay. Hey, dude, how are you? Hi, how are you? Trying nice to meet you, dude. You saw my tweet today already. Oh, did I? Which, was it you who was in the video? With your trainer. Oh, yeah, so that's what I did. Yeah. I did an eye emoji to it. You know. Sweet, yeah, man. Yeah, thank you for that. I saw you on stage, too. Yeah, did you? Were you out there? Yeah. We just walked by the stage. It looks a lot different now when there's not like a bunch of crazy, scary people on. Batman and so on. Batman. I was so bummed to see Batman. That guy's full outfit, head to toe, too. Like I was walking around here and I was just like, man, like if anyone wanted to just me, I'd say someone just cosplaying as me. It's the first time at the game? Yeah, first time. First time in Germany too? No, so I wrestled on the indies here, WXW and other places like that. WXW. And so this is my first time though, like I guess with WWE being here, I believe. But other than I'm only here for like a day, I think, if I know time weren't right, if my time was all messed up. But yeah, I flew in yesterday, I'm here today, and I fly back tomorrow, so. What are your thoughts about NXT moving to USA Network? Oh, I'm so pumped. I know for you guys it's kind of a bummer, because it's not going to be, what day do you normally get it here? Do you get it on? Wednesday, okay, so I think it'll now be on Thursday, yeah, it'll still be on the WWE Network, that'll still be fine. But everything's gonna change. It's only gonna get bigger and better. Just 1 hour more. More content now, more professional wrestling, which is great. More NXT. I guarantee you it's gonna be better than ever. I'm so excited just because, you know, now when people ask me how do they watch NXT, I can just say, hey, watch it on USA at 8 PM live. Yeah, it's cool, man. Can we take a picture? Please, I'd love to. Ja, Freunde, das war die Gamescom 2019. Hat mich sehr gefreut, den einen oder anderen von euch getroffen zu haben. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder, Freunde. Reingehauen.